Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Wir starten in diesem Video die Playlist 3 Satz. Es wird eine relativ lange Playlist. Das Gute ist, hierfür braucht ihr eigentlich keine Grundlagen. Ihr müsst nur ein bisschen mal und geteilt rechnen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn ihr hier raufgeklickt habt, dass ihr das drauf habt. Es wird einmal um den proportionalen und einmal um den antiproportionalen Dreisatz gehen. Der antiproportionale Dreisatz wird später in der Playlist geklärt. Wir kümmern uns erstmal am Anfang um den proportionalen. Wir werden uns immer relativ viele Aufgaben anschauen, damit ihr auch anhand der Aufgaben sehr viel lernt. Wir starten deswegen gleich einfach einmal mit einer Aufgabe, die man so ein bisschen vielleicht aus dem Alltag kennt, ne? 4 Pizzen kosten 8 Euro. Was kosten jetzt 5 Pizzen? Gut, das ist jetzt die Frage. Ihr habt jetzt mal die Möglichkeit, das zu pausieren und das selber zu rechnen und wir rechnen es gleich vor. Pausiert mal. Das ist eine typische Dreisatzaufgabe, wie ihr sie immer sehen werdet. Wir erstellen dafür eine kleine Tabelle. In Zukunft werden wir oft oder fast immer Tabellen erstellen, weil es übersichtlich und hilfreich ist und es ist immer das gleiche Schema, werdet ihr sehen. 4 Pizzen kosten 8 Euro. Jetzt will ich ja wissen, was 5 Pizzen kosten. Ist gar nicht so einfach, aber mein Ziel ist es, wenn ich weiß, was eine Pizza kostet, kann ich auch wissen, was 5 Pizzen kosten. Also was können wir machen? Wir können auf beiden Seiten geteilt durch 4 rechnen. Dann wissen wir, eine Pizza kostet 2 Euro. Das kriegt man auch noch ohne Tabelle hin. Ne? Man kriegt alle Aufgaben ohne Tabelle hin, aber irgendwann wird es so kompliziert, dass eine Tabelle, wie gesagt, sehr hilfreich ist. Also eine Pizza kostet jetzt 2 Euro und jetzt muss ich halt mal 5 rechnen auf beiden Seiten. Ich will ja 5 Pizzen haben, also muss ich auch die Zahl an Euros verfünffachen. Ne? Also mal 5 rechnen und sehe, 5 Pizzen kosten 10 Euro. Wie gesagt, das ist ein Einführungsbeispiel, ganz einfach. In den nächsten Videos wird es immer ein bisschen schwieriger, aber werdet ihr sehen, ist alles machbar mit einer Tabelle und ein bisschen Erfahrung. Hier seht ihr vielleicht auch, woher der Name Dreisatz kommt, ne? Das sind einfach mal 3 Sätze oder 3 Zeilen. Genau, die häufigsten Fehler ist, dass man nicht ab eine Pizza runterrechnet. Ihr habt gesehen, wir haben das hier klug gemacht, wir haben durch 4 geteilt, beide Seiten, damit wir auf eine Pizza gekommen sind. Und dann war der letzte Schritt mal 5 natürlich ein Kinderspiel, ne? Deswegen ist es Übungssache, auf die richtige Zahl runterzurechnen, meistens dann auf die 1. Im nächsten Video vertiefen wir den ganzen Spaß ein bisschen. Es gibt eine neue Aufgabe, es wird ein Tick schwieriger, aber dadurch werden wir besser. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.